Liebens, die Vivi. Heute bin ich mal wieder am Start, um euch durch die Sendung zu begleiten. Wir sind hier im Schlossgarten, kennt natürlich jeder, ein richtig cooler Ort zum Chillen. Was euch Cooles in der Sendung erwartet, das seht ihr jetzt wie immer in der Zusammenfassung. Und das seht ihr heute. Unterwegs bei Reclaim Your Streets und Einblick in einen Wakeboard-Workshop. Für den ersten Beitrag waren meine Kollegen Kim und Christoph in der Strandarena in Körbitz. Die hatten dort ein bisschen mehr Glück mit dem Wetter als ich heute. Dort haben sie dann den Profi-Wakeboarder Frederik von Osten getroffen. Was dabei rausgekommen ist, das seht ihr jetzt. Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die Wassersportsaison. Diese wurde am 20.05. auch am Wasserskilift in Kirkwitz eingeläutet. Die Besonderheit, Frederik von Osten war mit dabei. Der Profi-Wakeboarder kann bereits auf einige Siege in seiner Karriere zurückblicken. Unter anderem ist er dreimaliger Weltmeister, zweifacher Europameister und siebenfacher deutscher Meister. Meine größten Erfolge waren erfundene Tricks zum Beispiel oder ein Weltmeistersieg auf den Philippinen. Ja, das sind so einige Highlights, die ich noch immer sehr gut entsinnen kann. Und was macht dir so besonders Spaß am Wakeboardfahren? Es ist einfach, tolle Tricks zu machen, Tricks zu lernen, schwierige Unterschiede in den Tricks zu haben und am Ende des Tages eben den Trick zu stehen. In Kirkwitz hat er einen Workshop angeboten, um sein Wissen und sein Können an begeisterte Freizeit-Wakeboarder weiterzugeben. Das war für den Wasserskilift in Kirkwitz eine große Ehre. Also gebaut und gegründet haben wir die Anlage hier 2006. Die ersten Ideen sind zwar schon sind geboren quasi Ende der 90er, aber bis das hier als See wirklich vollgelaufen ist, das war früher ja so ein Kies-Tagebau, verging ein paar Jahre und eröffnet haben wir dann im Spätsommer 2006. Das ist natürlich schon so ein bisschen eine Auszeichnung, weil erstmal als dreifacher Wakeboard-Weltmeister kommt jetzt nicht an jede Seilbahn. Wir haben letztes Jahr so die Bekanntschaft mit ihm gemacht und gefragt, ob er nicht mal Lust hätte, hierher zu kommen. Und unserem Nachwuchs oder auch denen, die es schon gut können, entweder so die Basics beizubringen oder ihnen ein bisschen Tipps und Tricks zu geben, wie sie ihr Fahren verbessern können. Und insofern ist das schön, ist ein bisschen Flair, ein bisschen natürlich auch für die Zuschauer schön zu sehen, was man also auf so einem Wakeboard dann alles machen kann. Der Workshop bestand nur aus einer kleinen Gruppe von 5 Leuten, damit Frederik von Osten sich Zeit für jeden Einzelnen nehmen konnte. Die Teilnehmer waren sichtlich begeistert. Letztes Jahr war ich schon hier. Also ich bin eigentlich fast jedes Wochenende, auch in der Woche bin ich hier. Und ja, letztes Jahr war Freddy auch schon hier. Ja, und dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden. Und jetzt am Wochenende war ich auch wieder da und habe mich dann angemeldet und auch gleich bezahlt und alles und klar gemacht. Freddy ist, ja, kommt halt immer mit rein, erklärt viel und sagt, was man besser machen kann und was jetzt noch nicht so gut war und ja, ist echt top. Also war eine gute Entscheidung. Der Wakeboard-Weltmeister bietet seine Workshops an verschiedenen Wasserskiliften in Deutschland an. Außerdem findet im Sommer auch ein Wakeboard-Camp für Kinder und Jugendliche statt. Für die 11. Sendung MV Uncut waren Kim und Christoph echt fleißig unterwegs. Die waren nämlich nicht nur beim Wakeboarden, sondern auch beim Reclaim Your Street Festival in Rostock. Dort konnten Jugendliche Wünsche und Probleme über ihre Stadt zur Sprache bringen. Worum es dabei genau ging, das seht ihr jetzt. Am 19.05. fand ein Aktionstag mit Festivalcharakter ganz im Zeichen der Jugendkultur im Rostocker Stadthafen statt. Das Bündnis Reclaim Your Streets lud zum geselligen Zusammenkommen, guter Musik und Angeboten zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Bei bestem Wetter konnten Jugendliche die Probleme in der Hansestadt Rostock zur Sprache bringen und ihre Wünsche und Vorstellungen für die Zukunft verdeutlichen. Unter anderem bei einer Podiumsdiskussion mit Politikern aus Rostock. Was
Ziel ist ganz klar, die Jugendlichen zu hören. Also hier geht es darum, dass die Jugendlichen zu Wort kommen. Und das sehen wir auch, es sind viele Jugendliche vor Ort. Und es geht darum, dass die sich mit einbringen können, dass sie auch gerade hier in diesen zum Beispiel Podiumsdiskussionen mit den Politikern direkt in Kontakt treten können. Ich glaube, das ist nicht nur in Rostock so, das ist in jeder anderen Stadt auch so, weil Jugendliche bilden einen wichtigen Teil des täglichen Lebens. Und es ist wichtig, dass man uns hört, weil auch wir gute und konstruktive Ideen haben, auf die auch Politik und Verwaltung gerne zurückgreifen, was ich so an Erfahrungen gemacht habe. Die Organisatoren von Reclaim Your Streets wollen Jugendliche im Hinblick auf dieses Thema, aber auch allgemein zu mehr politischer Beteiligung anregen. Das stieß auch bei den anwesenden Politikern auf große Zustimmung. Also wir haben dieses Projekt ja gemeinsam entwickelt. Vor 2 Jahren, sinnigerweise, als wir über den Hafenvogt gesprochen haben und wir die ersten Nutzungskonflikte auf der Holzhalbinsel hatten, war meine Anregung an das Amt für Jugend und Soziales, können wir das nicht nur mit Ordnungsmitteln angehen, sondern vielleicht auch mit einem Projekt begleiten. Da hat noch keiner von Auseinandersetzungen am KTC was gehört oder über Jugendliche, die beklagen, dass die Räume nicht mehr ausreichen. Insofern greifen die Dinge gut zusammen und ich bin sehr gespannt. Uns fällt es ja als Stadtverwaltung nicht so leicht, mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Einfach die abzuholen an ihren Plätzen und mal eine Auffassung zu kriegen, die nicht durch unsere Hirne gegangen ist, sondern direkt Kontakt zu haben. Und da ist das ein tolles Format und ich bin ganz gespannt, was hier an Ideen rauskommt. Innerhalb der Jugendstrategie des Bundes Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft ist Rostock eine von 16 Städten auf dem Weg zur jugendgerechten Kommune. Der Aktionstag stellte einen ersten Schritt in die richtige Richtung dar. Wir sind gespannt, was er für die Zukunft ausgelöst hat und wie die Jugendlichen in Rostock sich bei der Umgestaltung des Stadthafens einbringen werden. Ja, auch wenn der Mecklenburger dat bisschen Wind eigentlich abkönnen sollte, verabschiede ich mich jetzt lieber mal, bevor ich komplett nass bin. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen und falls ihr Beitragsvorschläge oder ähnliches habt, schreibt uns doch einfach mal an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.